Die UN wollen weiterhin mit Palästinensern und Israelis zusammenarbeiten, unter anderem mit dem Nahostquartett durch Vermittlungen langanhaltenden Frieden im Nahen Osten erzielen. Die Vermittlungsbemühungen sollen noch weitergehen und verstärkt werden. Der einzige Weg nach vorne ist, weiter zu verhandeln für eine Zwei-Staaten-Lösung mit Jerusalem als Hauptstadt beider Seiten. Und bei denen vorherige Abkommen und internationales Recht anerkannt werden. Je länger diese Gewaltspirale andauert, desto schwieriger wird es, langanhaltend Frieden zu schaffen. Wir müssen diese Gewalt beenden und eine friedvolle Zukunft für Israel und Palästina auf beiden Seiten finden. Wenn Sie sich entscheiden, die Hamas nicht zu verurteilen, dann wird das die radikale Terrorgruppe stärken, die die palästinensische Regierung unterminieren will und deren explizites Ziel ist, Israel auszulöschen. Die Gewaltspirale wird weitergehen und die Chancen auf Frieden werden vernichtet werden. Aber Sie haben heute die Chance, einen anderen Weg zu wählen. Sie können die Angriffe der Hamas, die unprovoziert sind und sowohl Israelis und Palästinenser in Gefahr bringen, verurteilen. Sie können Israel in seinen heroischen Bemühungen unterstützen, sich selbst zu verteidigen und die Infrastruktur der Hamas, die Terrorinfrastruktur, zu zerstören, während Israel weiterhin versucht, die Todesfälle auf beiden Seiten zu minimieren. Der internationale Konsens, den Sie alle verteidigt und aufgebaut haben, wird vor unser aller Augen zerstört. Der Weg, den Israel verfolgt, ist die Apartheid. Ja, Apartheid. Eines nahen Tages wird selbst dieser Rat nicht mehr in der Lage sein, diese Wirklichkeit zu verleugnen. Handeln Sie jetzt, um die Aggression und die Angriffe auf unser Volk, unsere Häuser, unser Land zu beenden. Handeln Sie jetzt, dass die Freiheit regieren kann, nicht die Apartheid. Herr Präsident, die Palästinenser gedenken dieser Tage dem Tag der Nakba, der Katastrophe, während Israel die gleichen Maßnahmen weiterhin verfolgt. Sie vertreiben uns, diskriminieren uns und verleugnen, dass die Palästinenser ihre eigenen Rechte haben. Israel glaubt, dass es am Gewinnen ist, aber es ist nicht dem Ziel näher gekommen, die Palästinenser zu besiegen. Die Palästinenser werden niemals ihre Rechte aufgeben oder sich ergeben. Freiheit ist der einzige Weg zum Frieden. Und Frieden ist die Verantwortung dieses Rates, Ihres Rates. Sie müssen helfen, Freiheit für Palästina zu erreichen. Das ist Ihre moralische Pflicht.